So, Peace Leute, herzlich willkommen zum Racing Friday. Im letzten Part haben wir zwei Renntage erfolgreich abgeschlossen. Ja, und wir nehmen jetzt übrigens mit einem neuen Mikrofon jetzt auf, also ich benutze jetzt das vom Headset. Wollte es mal ausprobieren, ob das auch für diese Let's Plays geeignet ist oder ich dann leider andere Tage das benutzen muss. Zum Beispiel am Hacking Wednesday oder am Horror Thursday. Ja, deswegen probiere ich das mal aus. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen gegrindet. Wir haben jetzt unseren für Dragrennen Fahrzeug optimiert und würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt hier dieses Portland Racing Renntag. Genau, den habe ich jetzt selber getuned. Gucken wir mal, ob das einigermaßen funktioniert. Hm. Ja. Also ein bisschen haben wir jetzt nur getuned, ne? Diesmal muss ich sagen, ich hab's gewusst, Leute. Denn ich hab's Ja, wir werden jetzt hauptsächlich mit dem GTO-Grad spielen, um halt diese Rennen schon mal zu dominieren. Weil der Wagen zerstört alles. Das ist wirklich der beste Wagen, den es gibt. Also für mich ist es der beste Wagen. Unnormal ist der Wagen einfach. Der Hammer auf der und gegen ein bisschen Unterstützung von euch hat er bestimmt nicht einzuwenden. Weil, ja, sau schnell einfach. Auf der Stufe schon. Wenn er voll getuned ist, Leute. Hammer. Ach, scheiße. Ah, viel stört. Oh, hey, Coop, du bist mal hochgestartet. Frühstart. Kein Problem. Hätte ich sowieso vorgehabt, also nach dem ersten Rennen gleich Fehlstart zu machen, weil geht schneller, das Rennen, ne? Dann sind wir viel, viel schneller durch, das habe ich nämlich gerade beim Grinden auch gemacht. Habe ich beim Grinden halt auch gemacht. Da habe ich jetzt einfach nur die Cups, die wir schon vorher gemacht haben, einfach weitergespielt. Haben wir ja auch so um die 10.000 dann pro Renntag gemacht. Scheiße. Ist egal, weil wir haben eh genug. Um durchzuziehen. 10,88. Das reicht einfach. Das reicht für die Gegner hier. Ohne Probleme einfach. Ja, wir werden jetzt. Das war jetzt scheiße geschaltet von mir, weil ich jetzt immer wieder ins Spiel reinkommen muss. Das ist immer wieder scheiße. Also das ist so der Nachteil an dem Wochenplan, weil ich muss mich immer wieder an die Spiele wieder gewöhnen, so. Jetzt hier Drake zum Beispiel wieder gewöhnt, so, ne? Und, ja. Ach Mist. Na ja, gut, ein bisschen schlechter als vorher. Wir haben auch scheiß Grind Grid gehabt. Aber es reicht einfach. Es reicht einfach zum Gewinnen. Ja, guck, Streckenrekord gebrochen. Also ich muss sagen, ich find's toll, dass in letzter Zeit auch eine Menge neuer Jungs hier bei Battle Machine mitmachen. Ja, ist cool. Macht immer Spaß, wenn neue Leute machen. Wisst ihr, was ich gerade geil finde? Mein Elgato zeigt gerade, dass es kein Signal ist. Ich nehme aber auf und hab Sound. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, halt mal, Drake haben wir ja im letzten Part schon gemacht. Das haben wir nicht geschafft. Mit dem Wagen hier haben wir es. Ah, verdammt. Wir waren zu Spurbau. Junge, 280. Keine Chance. Ihr habt keine Chance, die Leute, ganz ehrlich. Mit dem kann ich jetzt einfach. Mit dem kann ich. Also, ich hab. Drake habe ich schon mal abgeschlossen. Egal welches Rennen, da hab ich abgeschlossen. Der Wagen zerstört jeden. Mit dem
habe ich das gesamte Spiel durchgeschafft. Bis zum Schluss. Selbst die Bossgegner hatten nicht wirklich eine Chance gegen. Aber ich muss sagen, ich muss mich erst an dem wieder gewöhnen. Also wenn wir ihn jetzt weiter aufgetunt haben, auf Stufe 3 zum Beispiel. Boah, das dauert ultra lange, bis ich... Kein Problem, wir gewinnen ja eh. Ja. Weil da ist das Schalten noch viel, viel, viel schwieriger. Muss ich mich erst super dran gewöhnen. Deswegen. Aber da sind wir noch lange, lange nicht. Ja. Aber wir versuchen trotzdem so schnell wie... Ich habe gewonnen! Was soll ich da machen? Und hier geht's los, hier geht's los! Hört euch diese... Oh Mann! Cooper ist bei Rot gefahren und raus ist er! Hast du die Nerven verloren, Junge? Nö, ich habe gewonnen. Hey, hey, hört mal, Leute! Gewonnen habe ich auch noch. Ich habe gerade was über Ryan Cooper gehört. Der Typ hat sich in letzter Zeit auf dem Strip so gut geschlagen, dass die Jungs von Rogue Speed ein Auge auf ihn geworfen haben. Sie haben ihm Platz fürs nächste Rennen freigehalten und wollen, dass er dort antritt. Gerne. Der Junge war auf der Viertelmeile zuletzt der Vierte Meilen, Halbmeilen, scheißegal, ich zerstöre es einfach. Naja, das auf jeden Fall. Momentan läuft's gut. Und zwar richtig gut. Und gefällt mir. Also, sauber. Finde ich so cool. Wenn wir einfach easy durchziehen können. Gerade so die Rennen jetzt ein bisschen chillig. Chillig so in Form von fahren können. Ich bin jetzt mal gespannt, ob mit dem das funktioniert. Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht. Weil wir haben jetzt eigentlich nur auf Leistung getrimmt, die ein bisschen. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal Nitro, was bitter ist. Das merke ich jetzt gerade erst. ja, ich hatte keinen Bock zu grinden mehr. Ich hoffe, man entschuldigt mich da ein bisschen. Aber das so reicht. Ist nicht so der Hit. Achtet mal auf die ersten Kurvenkombinationen, die haben schon viele, viele Stoßstangen gefordert. Ich sag's euch. Sollte man seine Sonnenbrille aufsetzen, bevor da noch ein paar Teile ins Auge gehen. Also, ich hab euch gemacht. Warum sollen die Sonnenbrillen tragen? Was ins Auge geht. Ich meine, ist doch scheißegal, so. So ein Brille hilft da jetzt auch nicht wirklich, dass irgendwas entgegenkommt, so, ne? Würde ich jetzt mal stark behaupten. Naja, gut. Ich mag den Kommentator trotzdem, habe ich ja schon in so vielen Parts gesagt. Da kann auch einiges passieren. Ich mag die Strecke jetzt nicht, weil ich krieg langsam Kopfschmerzen tatsächlich. Ja, das ist so ein kleiner Nachteil. Gerade. An gewissen Stellen von Strecken, wie zum Beispiel jetzt gerade die roten da, die Banner oder was auch immer das gerade darstellen soll, die wir da gerade durchfahren. Hier tauchen jetzt gerade relativ viele auf. Ja. Das ist mir jetzt im letzten Part schon so aufgefallen. Ich weiß nicht. An sich. Ah, super. Wir können. Okay, super. Wir können ein bisschen so machen. Finde ich viel angenehmer so zu fahren auch. Ne, auf jeden Fall kann ich nicht zu viele von denen abkriegen. Ich weiß nicht. Das ist so das Makko an
Rennspielen bei mir. Ich krieg nach einer Zeit durch sowas einfach ultra Kopfschmerzen. Weiß nicht, weil das im Augenfeld so ist. Das ist automatisch bei mir auch so. Habe ich. Boah, ich weiß gar nicht, durch was ich das bekommen habe. Also kriege ich höllische Kopfschmerzen. Das tut richtig weh sogar dabei. Deswegen versuche ich da jetzt gerade nicht so hinzugucken, wenn so welche Stellen gerade kommen. Ja. Da habe ich so ein Stechen einfach in den Augen auch. Also jetzt gerade habe ich schon ein bisschen. Tut weh, ne? Ich versuche es durchzuhalten. Ne? Es kann aber sein, dass ich einfach zwischen den Parts... Es muss jetzt hoffentlich nicht in diesem Part sein, sondern vielleicht in irgendeinem Part auf jeden Fall. Kann es vorkommen, dass ich dann einfach einen Cut machen muss. Und dass wir das dann eventuell. Ich versuche das dann so zu unterdrücken, so, ne, dass man das nicht merkt, dass hier ein Cut zwischen ist. Aber es kann passieren, dass ich das. Seht euch das an. Wisst ihr, wer sich heute noch hier blicken lässt? Yoshi Suzuki vom Toge Union Team. Eine Zeit ja, cool. Dominiert. Auf der Liste der meisten machen wir. ja, auf jeden Fall. Ich krieg da Kopfschmerzen von, ey. Ich weiß nicht. Ja, also, nimm's mir nicht übel. Also nicht allzu übel, so, ne? Ich weiß nicht, ich habe bei einigen Spielen habe ich so meine Probleme. Ich weiß nicht, bei dem jetzt gerade wieder. Ich meine, bei Gran Turismo ist es auch der Fall. Es ist irgendwie einfach so, ich weiß ich jetzt auch nicht wirklich. Ne, also... Ja, würde mich freuen, wenn da nicht allzu Probleme sind. Wir nehmen jetzt das Essence-Upgrade gerade. Gerade auf Lachgas. Was haben wir gekauft? Ja klar, darf beschrieben werden. Ja. Ne, also damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich spiele unheimlich gerne Rennspiele. Auch kann ich die... Eigentlich spiele ich sie auch so ultra gerne länger, so, ne? Aber manchmal ist das so. Heute ist jetzt zum Beispiel auch schon wieder... kann auch daran liegen, dass ich allgemein Kopfschmerzen so habe. Es liegt aber auch an dem Wetter. Das Wetter ist super merkwürdig. Ja, deswegen also nicht wundern, ja. So, Einflüsse können mal passieren, so, ne? Ich wollte es, wie gesagt, nur angemerkt haben, so, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, so. Dass hier irgendwie Cuts drin sind, die eigentlich nicht wirklich logisch sind, etc., ne? So, hier haben wir jetzt einen längeren Renntag. Da haben wir jetzt viele Events zu machen. Ich würde sagen, die Halbmeilen, die Drags machen wir auf jeden Fall. Die gehen ja easy. Ja, den werden wir höchstwahrscheinlich in diesem Part auch noch schaffen. Wie fandet ihr das letzte Rennen in Chicago? Ja, ich meine, dauert nicht so. Ja, ich trinke aber genug. Meistens kriegt man Kopfschmerzen, wenn man nicht genug getrunken hat, aber ich habe heute viel zu viel getrunken. Also einiges auf jeden Fall. So, dann wollen wir mal den Strip hier in Runde 1 zum Blühen bringen. Beide Jungs hier können einiges auf dem Jack-Strip, okay? Also will ich was von euch hören, Leute! So. Wir machen das gleich, wie das. Wie die anderen Male auch. Shit. Ja, sorry. Die Lampen sind nicht da, das ist ein bisschen schlecht. Da muss ich jetzt warten, bis da auf Start lossteht. Das ist das Problem. Da habe ich nicht allzu gut aufgepasst. Maximaler Grip, wir haben ihn geschafft. Boom, 9,69.
Das könnt ihr nicht mehr treffen. Junge, ihr habt richtig scheiß Zeiten gefahren. Diese Runde. Geil. Ist auch ein bisschen lustig so. Was mir auch aufgefallen ist, so beim wo ich das letzte Mal das durchgespielt habe. Ja, ich habe es ja nur ein einziges Mal erst durchgespielt, ne? Wenn ich auf Fehlstart drücke, dann fahren die manchmal langsame Zeiten. So ist die Chance, dass sie, wenn ich beim ersten Mal richtig geil durchgezogen habe, dass sie gar nicht hinterherkommen, weil sie scheiße langsam fahren, weil sie denken, ich brauche gar keine Herausforderung so, ne? Weil, gewonnen so, ne? Weil ich ja eh Fehlstart habe. Gut, war jetzt in dem Fall andersrum gerade in diesem Rennen. Aber meistens ist es so. Ne? Das ist lustig. So, Streckenrekord gebrochen. So, dann noch den Halbmeilen-Dreck. Oder Dreck. Deswegen, ja. Ja. Alles klar. Ryan Cooper ist am Start. Der Typ ist eine Macht da draußen auf dem Strip. Ein echter Bleifuß. Und er hat die richtigen Reflexe. Wie man es nimmt, würde ich mal sagen. Aber Komplimente nimmt man immer gerne. Also ich jedenfalls. Glück gehabt. Schalte den Scheiß drauf, dass wir trotzdem gut werden. Ja. 15:54, ich hoffe es reicht. Ja, easy. Das reicht easy. So, dann muss ich jetzt mal gar nichts mehr machen. Also, klar muss ich jetzt was machen, ne? Start machen. Kein Problem. Alles easy. Check das aus. Es ist die letzte Runde. Die letzte Runde auf dem Strip. So, beide Fahrer hier leiden an schwerem Gasfuß. Das wird eine Monstershow. Also Leute, feuert sie ordentlich an. Mr. Cooper, Ryan, ja genau du. Komm, behandle das Ding wie ein Mietwagen. Aha, naja. Oh, noch eine Sekunde. Die Fahrer sind bereit und... Start! Oh Mann, Cooper ist bei Rot gefahren und raus ist er. Hast du die Nerven verloren, Junge? Ne. Ich hab gewonnen. Das ist los. Also, das gibt eine Hammer-Show heute. Ein paar Jungs vom Apex Gleitteam sind nämlich hier. Also wenn diese Typen dabei sind, dann ist der Wahnsinn vorprogrammiert. Das ist einfach das beste klar, Team weit und breit. Und sie machen keine Fehler. Oh, das wird bestimmt verdammt gut. Und habt ihr auch alle schon Oh, Junge. Oh, da hat sie ja mal voll erwischt. Oh Mann, das sah nicht gut aus. Tut mir leid für dich, Homie. Oh Mann. Gucken wir mal. Also im Grunde ist es egal. Ich könnte auch oben Zeitfahren machen, aber ich will das jetzt gerade machen. Aber ich habe wieder kein Nitro. Aber wir haben besseres Handling auf jeden Fall. Das sollten wir haben. Wie findet ihr das denn? Ryan Cooper ist in Führung. Er hatte den besten Start. Vielleicht kann er es ja durchhalten. Ja, easy. Sieht gut aus. Das Handling ist ganz gut. Achso, wahrscheinlich fragen sich die meisten jetzt,
wieso ich jetzt per Headset-Mikro spreche. Ich habe ein schönes Membranmikrofon, das eine deutlich viel bessere Qualität hat als dieses Headset. Das, gut, ich meine, es ist jetzt auch nicht so schlecht, so, ne? Aber, ne? Ja, es liegt eigentlich daran, weil ich ganz gerne. Ich möchte gern gucken, ob man das Tastengedrücke, was ich hier unten mache, hören tut, beziehungsweise ob das genauso laut zu hören ist, wie wenn ich mit dem Membranmikrofon aufnehme. Weil ich weiß, das stört vielleicht den einen oder anderen nicht. Ich meine, mich hat es jetzt auch sehr, sehr lange nicht gestört. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das. Ob das irgendwie so cool ist. So. Ich weiß nicht, mich hat es immer gestört, als ich die gerendert habe und halt dann auch versucht habe, den Sound da irgendwie so überzulappen, so, ne? Und ja. Ich weiß nicht, ob na, da war immer so die Frage, ob das überhaupt in Ordnung ist. Ich meine, es gibt ihr könnt jetzt euch auf sehr, sehr viele Samurai Warriors Parts noch freuen, die auch so dieses Hämmergetratten, ne, draufgehämmere hören und so weiter. Und ich denke mir da immer so, das hört sich doch scheiße an. Ich meine, man kann es verstehen, weil ich wie ein Berserker da drauf kloppe, so. Und so weiter oder auch jetzt hier beim Action Punch the Monday. Action ist ja Sunday. Hau ich ja auch drauf, weil ich ja Dragon Ball spiele, so, ne? Ich meine, das kann man ja auch alles nachvollziehen, dass ich wie ein Berserker da drauf haue, so, ne? Aber ich weiß nicht, irgendwie hört sich das gut an? Bei meinen Aufnahmen, das wüsste ich zu gerne mal. Deswegen könnt mir gerne unten in die Kommentare mal schreiben. Würde mich super interessieren. Auf jeden Fall. Weil, ja. Weil es sind ja, ne? Ihr müsst euch das ja angucken. Ich meine, ich brauche mir das jetzt nicht wirklich anhören, weil, ne? Ich muss nur aufnehmen und abmischen so ein bisschen. Und das war's dann eigentlich auch schon so. Ja, das war's dann. Ja. Also einige der Fahrer werden heute noch ihr blaues Wunder erleben, wenn Ryan Cooper ins Geschehen eingreift. Bei dem späten Rennen wird er mit Sicherheit ein paar sehr gute Ergebnisse. Da scheint die nächste Fahrergruppe reinzukommen, seht ihr? Wenn ihr einen Lieblingsfahrer habt, Leute, dann macht mal ordentlich Lärm für ihn! Mist. Ich meine, erstmal ist der hier ganz gut. Aber ich sag ganz ehrlich, sobald der 350Z kommt, also sobald ich den freigeschaltet habe, dann werde ich den benutzen. Statt den hier jetzt. Sehr schön! Also sehr 350Z schön. Ist ja sehr deutlich besser auf jeden Fall. Ja, und dann später kommt sowieso noch ein anderes Wägelchen. Ja, ich habe mir tatsächlich. Hat ja gesagt gehabt, ich habe mir hier eine Liste hingestellt. Aufgeschrieben, welche Fahrzeuge habe ich eigentlich bei meinem ersten Durchspielen benutzt. Und wie gesagt, ich hatte mit denen, außer jetzt beim Drift zum Beispiel, nie Probleme. Das Drift ist hier eher glücksabhängig als Können, so, ne? Also, kann man ja ernsthaft, kann ich ernsthaft so sagen. Ich meine, ich kann die fast überrunden, so gut bin ich gerade. Ne?
Und das ohne. Ich habe ohne Nitro. Was für eine Demonstration von Ryan Cooper. Cooper hat die anderen Fahrer einfach stehen lassen. Jo, sauber. Streckenrekord gebrochen. Einer der Hauptakteure des Wochenendes ist Ryan Cooper. Einfach unglaublich. Der Typ gewinnt einfach alles und gegen jeden. Mann, das ist der Junge, der gestern erst sein letztes Straßenrennen. Ja, Sektor Shootout ist auch ganz nice. Achtet auf den Fahrer von den Grip Runners. Der wird es in diesem Rennen bringen, ganz klar. Dieser Typ ist einfach ein Killer. Der hat so viele Rennen gewonnen. Krank ist das. Total krank. Danke. Okay. Finde ich nicht, dass er mich krank nennt. Das nehmen wir, das gefällt mir jetzt gerade nicht so wirklich. Okay, Leute. Ich check es nicht so ganz, der Hit. Mist. Ich will kein Damage machen. Ich meine, die Schäden sind jetzt eher minimal. Ich hätte, glaube ich, beim Grinden hatte ich kurz einmal Damage gemacht. Habe ich 150 gezahlt. Das war's. Ja. Dann war es das gewesen. Ne, das war so, was ich. Was ich an Damage bezahlen musste. Das sieht gut aus. Sogar sehr gut. Naja, kein Ding. Ich meine, wir haben eh genug Punkte. Runde 2! Ja, wir sind immer noch in Runde 2 und sehen hier schon einige Zweikämpfe. Ja, ich beeile mich ja auch, dass wir auf Runde 3 kommen. Wir haben uns noch diverse Rechnungen zu begleichen. Das ist mein Freund Ryan Cooper, der da über die Linie kommt. Eine Runde noch, Homie, eine Runde! Lustig, um 0 Punkte verfehlt. Die letzte Runde, Leute. Jeder Fahrer kann sich den Sieg noch schnappen. Das ist schon lustig, das stimmt. Und hier geht's nicht um den Pokal, sondern auch um den Sieg. Also los, haut rein! Oh Mann, das wird ein super Finish. Kann Ryan Cooper seine Führung halten? Eine Kurve. Bleibt er vorne? Klar. War ja nicht so schwer. Es gibt nur einen Fahrer, bei dem an diesem Wochenende einfach alle reden. Und das ist Ryan Cooper. Ohne Ankündigung kann der Typ einfach nur aus dem Nichts und rocken. Können wir, wie gesagt, gebrauchen also, für später. Ja, sieht sehr gut aus, dass wir Showdown in Chicago machen können. Jo, das ist dann schon so. Ach, cool.
nicht Tracking schon freigeschaltet oder was? Nö. Ist immer noch egal. Okay, hier haben wir nur Sektor fahren. Ich gucke mal, wie viel Kohle wir haben. Okay, 6% haben wir jetzt erstmal. Wir wollen aber 100% stehen haben, so, ne, Leute. Wenn schon, denn schon. 23.670, guck kurz, ob wir ein Wägelchen freischalten können. Wie gesagt, ich will ja ganz gerne den Nissan 350Z haben, aber der ist nach wie vor für uns nicht holbar. Ja, dann gucken wir mal, ob wir irgendwas hier dran machen können. Okay, da müssen wir 57.900 haben. Ich denke mal, haben wir ja nichts gemacht. Gut, dann machen wir Karrierekarte. Ich würde sagen, gehen wir hier oben hin. Okay, wir haben noch eine Menge auf dem Programm. Hey, warte mal. Ach Mist, ich hab da jetzt gerade gar nicht so richtig drauf geachtet. Scheiße. Wir kriegen Wägelchen zur Verfügung gestellt. Ich muss euch schon sagen, der Begriff Heimarbeit schreibt nicht alle. Das, ich hab mich jetzt gerade so an meinen. Ich hab mich eigentlich gerade an meinen Wagen so. Okay, ein paar Sekunden und da geht's los! Egal. Dann fahren wir eben mit bereitgestellten Wägelchen. Achtet mal auf die ersten Kurvenkombinationen. Die haben schon viele, viele Stoßstangen gefordert. Ich sag's euch. Steht, sollte man seine Sonnenbrille aufsetzen, bevor da noch ein paar Teile ins Auge gehen. Ja gut, an sich geht die Strecke, ne? Ich meine, ich habe den Dreh jetzt raus. Muss man gleich mal gucken, ob ich mit den 350Z besser fahre. Runde 2, ja, wir sind immer noch in Runde 2. Einige Zweikämpfe. Sieht so aus, als hätten da einige unter den Jungs noch diverse Rechnungen zu begleichen. Nicht, nicht. Ich kenne die Leute daher noch nicht mal. Wie soll ich gegen die denn bitte schön dann irgendwas haben? Also, wir sind immer noch in Runde 2, Leute. Wir sind wirklich stark unterwegs. Da wird es garantiert noch einiger Kampf geben. Also jetzt nicht ablenken lassen. Das ist die letzte Runde, Leute. Hier. Und hier geht's nicht nur um den Pokal, sondern auch ums Prestige. Also los, haut rein!
Du, das gehe ich jetzt an. Und easy. Also einige der Fahrer werden heute noch ihr blaues Wunder erleben, wenn Ryan Cooper ins Geschehen. Jo, auf jeden Fall. Sobald sie gemischt kämpfen, macht es keinen Spaß mehr. Höhö. Ja. Geil, ne? Ach ja. Mann, also diese Startaufstellung ist ja die reinste Tuner-Show. Ja. Ich kann es kaum erwarten, die Jungs in der Action zu sehen. Das wird verdammt heiß da draußen. Yeah! Geht los! Da ist der Start! Ja, die Strecke kenne ich doch irgendwoher. Ich glaube, die haben wir. Ja, genau, das ist die. Ja, fahren wir ein Shift auch. Die fahren wir in Shift auch. Die Strecke. Wie gesagt, ich denke mal, Shift werden wir auch spielen, auch Let's Playen. Ihr seht selbst, Leute, die erste Runde läuft und alles ja. Ist noch offen. Achtet mal auf die ersten Kurvenkombinationen, die haben schon viele, viele Stoßstangen gefordert, ich sag's euch. Deswegen, wird geil. Aber wie gesagt, jetzt erstmal hier und wir haben noch andere Rennspiele durchzuspielen. Ja, viele, 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 viele. Ganz viele. Also Rennspiele habe ich. Da habe ich echt nochmal Nachschub auch echt geholt. Ja, müssen wir noch sehr, sehr viel spielen. Also da könnt ihr euch auf viele Parts noch freuen. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen erschreckend, aber... Jo, das wären, sind nicht weniger. Also wird sowas von geil. Viele von den Games kenne ich noch nicht mal so, ne? Nur von vom Sehen her ein bisschen und vom Gameplay und so, ne? Deswegen kann man schon mal drauf gespannt sein. Sowas will ich sehen. Unser Ryan Cooper. Ich meine, zum Beispiel können wir ja auch Enthusia Professional Racing von Konami als Beispiel nehmen. Das Spiel hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Hat extrem viel Spaß gemacht. Habe ich im Stream gespielt. Sind ja auch einige Parts hier auf YouTube gewesen. Ja, und ich glaube... einer ist dann auch noch auf Twitch gekommen. Der ist aber verschwunden, beziehungsweise hat nicht aufgezeichnet irgendwie so. Ja. Also, weiß nicht, da bin ich im Sachen Stream bin ich noch sehr unerfahren, leider. Ja. Aber ich meine, ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, wir Let's Playen jetzt hier sowieso genug. Da wird Streamen sowieso eher ein bisschen weniger passieren tatsächlich. Na gut, ich meine, ich habe den jetzt extra erstellt, so, ne? Und ja, dann kann man den nicht benutzen, so. Auch irgendwie ein bisschen bescheuert. Aber gut. Gucken wir einfach mal. Wow, unsere Tuner-Fans werden jetzt sicher nicht enttäuscht sein. Ja, ja. Die Hauptsache ist einfach, dass ich viele Projekte mache und... ja, dass es Spaß macht. Das ist ein bisschen die Hauptsache. Fahren wir die jetzt zurück? Ne, das ist die gleiche. Nur ein bisschen anders, glaube ich, ne? Ryan Cooper hat den Start gewonnen und sich an die Spitze gesetzt! Die anderen können ja erstmal nur zugucken. Ja, ein bisschen anders ist hier. Ja,
Alter, legt sich natürlich auch ein bisschen blöd. Kurvenkombinationen, die haben schon viele Stoßstangen gefordert, ich sag's euch. Sind nicht so geil getuned, wie Scan hätte. Sonnenbrille aufsetzen, bevor da noch ein paar Teile ins Auge gehen. Also, ich hab euch gewarnt. Aber gut, können wir jetzt nicht viel machen. Ja. Okay, langsam wiederholte die Sache ein bisschen zu oft. Also, ich hab euch gewarnt. Er hat jetzt schon das zweite Mal gesagt, in einem Rennen. Ein bisschen zu häufig. Für meinen Geschmack. Ja. Boah, das ist kacke, weil man niesen muss, ey. Die erste Runde sieht doch gut aus, Leute. Ach, während der Aufnahme, ey. Ah, tut mir leid, Leute, aber. Ja. Nicht ganz so geil. So. Alles klar. Egal wie gut ihr gefahren seid, am Ende zählt nur, wer die Ziellinie als erster sieht. Stimmt's oder habe ich recht? Wir sind 49 Sekunden hinter uns. Ah, die holen uns nicht mehr ein. Können sie ja gar nicht. Das ist die letzte Runde. Jeder Fahrer kann sich den Sieg noch schnappen. Und hier geht es nicht nur um den Pokal, sondern auch ums Prestige. Also los, haut rein. Kann Cooper hier die Nerven behalten? Ich habe keine Ahnung, aber wir werden es gleich wissen. Coop muss nur noch ein paar Meter durchhalten. Komm schon! Wollte es gerade zuerst nicht, den Nitro? Naja. Muss ja auch nicht sein. Wir hatten heute schon ein paar heftige Duelle, Leute. Diese Fahrer geben einfach alles. Und ich muss Ryan Cooper erwähnen. Er hat wirklich einiges getan, um ein paar herausragende Siege einzufahren. Schauen wir einfach mal. Klar
Und der Junge liegt in Führung. Das sieht gut aus. Sogar sehr gut. Na, die hat hier ein bisschen mehr Kurven, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen mehr konzentrierter dran. Ja. Ja gut, ich meine, das ist nicht... So. Wir haben mega genug Punkte. Das holen die Leute eh nicht mehr ein. 2819. Nö, das wird nix. Klar. Als ob die mich einholen. Da müssten die aber ein bisschen früher aufstehen. Wie ist das klappt? Ein Kumpel und ich haben gerade überlegt, wer richtig gut war. Und ich muss sagen, Ryan Cooper ist mir total aufgefallen. Ups. Also Cooper hat dieses Wochenende die ganze Erfahrung. Ich wundere mich gerade, oder haben wir schon gewonnen gehabt einmal? Nee, wir haben noch nicht gewonnen. Das wäre mir aufgefallen, hätten wir einfach mal einmal gewonnen oder so. Haben wir aber gar nicht. Ja, das wäre mir aufgefallen. Also, wenn einige von denen da so schnell sind, wie sie aussehen? Derbe, was für eine Startaufstellung. Das sieht nach einem echten Fight aus. Okay, da rocken sie los. Ihr seht selbst, Leute, die erste Runde läuft und alles ist noch offen. Achtet mal auf. Wir haben schon viele Stoßstangen gefordert. Ja, weil ich den noch überholen wollte. Und der ein bisschen komisch fuhr. Und der jetzt halt auch nicht wirklich besser.
Sehr schön, sehr schön. Da kommt Ryan Cooper mit den So. Damit hat er Runde 1 hinter sich. Nach einem guten Start. Ach was. Okay, wir sind schon bei 50 Minuten. Leute, ganz ehrlich, ich ziehe jetzt durch. Na, ist ja eh Wochenende und ja. Na, ich meine, dann kann ich jetzt auch gerade den Renntag hier noch beenden. Also es folgt jetzt das Rennen und danach müsste noch eins kommen, sofern wir jetzt nicht gleich dominieren, so, ne? Natürlich, wenn wir jetzt dominieren, dann fahre ich das Rennen jetzt nicht mehr so, ne? Ist ja klar. Weil, muss ja dann nicht. Also, wir sind immer noch in Runde 2, Leute. Garantiert noch einige Attacken geben. Also jetzt nicht ablenken lassen. Das ist mein Freund Ryan Cooper, der da über die Linie kommt. Und Cooper ist in Führung. Eine Runde. Ja, das kriegen wir hin. Wir kommen in die letzte Runde, Leute! Die Spannung steigt, die letzte Runde, da wird alles entschieden! Lass mal was hören, Leute! So, dann haben wir den jetzt auch fertig. Schön dominiert. 7500. Bah! Das fällt mir. Ja, 350Z. Geil! Wir kriegen einfach mal den 350Z. Müssen wir nicht mehr kaufen. Weil, kriegen wir. Kriegen wir einfach gesponsert. Das gefällt mir. Sauber. So muss das sein. So muss das sein. So, dass der Nissan, ich glaube den, ja genau, dachte ich mir schon, das können wir nicht ändern. Okay, aber dann benutzen wir den trotzdem. Ja Leute, der wird jetzt unser neuer Gripwägelchen werden. Nein. Weil die ist besser, die hat mehr Aero. Ja, wie gesagt, der wird fürs Grip da sein. Vorher werden wir den ja erstmal ausführlich tunen. Ja, wie gesagt, haben wir es gemacht. Dann werden wir uns im nächsten Part um die beiden Renntage unten kümmern, weil wir haben ja jetzt oben alle gemacht. Dauert jetzt gerade mit dem Speichern. Ich möchte das immer ganz gerne zeigen. So, Karrierekarte. Oben haben wir jetzt alles erfolgreich abgeschlossen. So, und dann haben wir jetzt hier unten noch den Willow Springs 2 und den Nevada Highway 2. Beide müssen wir halt noch machen. Ja. Oh, wir haben hier einen Drift. Okay, gut. Dann müssen wir uns ein Driftwägelchen noch zulegen. Aber gut, das machen wir alles im
nächsten Racing Friday. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut raus und ciao.